Die Märkte sind weiter so in einer Art Wunschkonzertmodus, könnte man sagen. Man hört nur das, was man hören will. Alles andere wird wunderbar ausgeblendet, denn alle wollen ja unbedingt diese Jahresendrallye. Da will man keine Nachrichten hören, die möglicherweise diese Jahresendrallye in Frage stellen könnten. Also betreibt man Cherrypicking, betreibt man Rosinenpicken und sucht sich immer gezielt das raus, was irgendwie die eigene Rallye-Motivation unterstützt. So war es bei Jerome Powell am Mittwoch, der eigentlich sehr hawkisch daherkam, aber eben auch etwas Dovisches zu bieten hatte. Die Märkte haben sich das Dovische rausgegriffen und das Hawkische komplett beiseite geschoben. Und so war es auch ein Stück weit beim US-Arbeitsmarktbericht, wo ja nicht nur die Zahlen der neuen Stellen besser waren, sondern vor allem die Stundenlöhne stark gestiegen waren. Aber dann hat man sich gesagt, naja, guckst du, der Arbeitsmarkt ist doch stark, also wird die Rezession nicht so schlimm. Das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, was wir derzeit erleben, eine gefährliche Marktsituation aus meiner Sicht. Und hier sehen wir mal diese besseren Arbeitsmarktdaten. Die Märkte zunächst nach unten gegangen, dann sich aber wieder deutlich erholt. Hier sehen wir diese Stundenlöhne 0,6%. Das ist der größte Anstieg seit der Januar 2022, also seit Januar diesen Jahres. Das hatte man sich anders vorgestellt, 0,3 eigentlich nur erwartet. Und warum ist das wichtig? Warum haben die Märkte zunächst mal geschockt reagiert? Naja, Lohnpreisspirale, wie kommt die Inflation runter, wenn die Löhne deutlich steigen? Und 0,6% in einem Monat ist natürlich schon eine Hausnummer. Das ist schon statistisch gesehen ein ziemlich großer Schluck aus der Pulle. Aber wie gesagt, dann hat man sich wieder so ein bisschen erholt und hat sich gesagt, ach, weißt du, der Paul, der war doch am Mittwoch total doffisch, obwohl er das eigentlich nicht gewesen ist. Aber man hat seine Aussagen so verstehen können, respektive wollen seitens der Märkte. Also gehen wir doch mal rauf, weil außerdem wollen wir ja diese unglaubliche Rallye weiterführen. Das macht doch richtig Spaß. Jetzt ein bärischer Goldman Sachs Trader sagt, ja, also ich höre jetzt auf, gegen den Markt zu kämpfen. Denn hier zeigt sich, dass die Märkte nun mehr an Growth interessiert sind, also an Wachstum, an die Hoffnung, dass die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt, als sich auf Inflation zu fokussieren. Wir werden sehen, die neuesten Inflationsdaten aus den USA kommen nächsten Dienstag, am nächsten Mittwoch dann die FED-Sitzung. Schauen wir mal, wie das da reinkommt, aber insgesamt sehen wir kapitulierende Bären. Wir sehen einen Fear and Greed Index bei 75 schon im Bereich extremer Gier. Das ist der jetzt mit Abstand höchste Wert des Jahres. Zuvor war es 70, jetzt sind wir bei 75. Wie gesagt, die Jahresendrallye ist eingebucht. Viele wollen wahrscheinlich jetzt noch Performance erzielen, nachdem das Jahr sowohl vor allem bei Anleihen ja schlecht war, als auch bei Aktien. Und jetzt sehen wir, wie der Optimismus hier ins Kraut schießt. Etwa Simon Betschinger, Ausblick auf das Jahr 2023. Inflation ist kein wesentliches Problem mehr. Situation ist nicht vergleichbar mit 70er Jahren. Energieschock ist ein auf Europa begrenztes Problem. Glaube ich nicht. Global deuten alle Vorzeichen auf einen Wirtschaftsboom hin, das glaube ich schon am allerwenigsten. Warum ist die Inflation wahrscheinlich immer noch ein Problem? Eben genau wegen dieser grünen Energiewende. Das wird fossile Energien, die wir weiter brauchen, ob wir wollen oder nicht, weiter verteuern, sodass eben die Inflation hoch bleiben wird. Das ist das eine. Zweitens, und das werden wir gleich sehen, in Sachen globaler Wirtschaftsboom. Okay, die Anleihemärkte sagen genau das Gegenteil, dazu gleich mehr. Ja, Krämer nimmt diesen Punkt auf und sagt, Rezession, Wirtschaft, Kollaps wie nach der Finanzkrise ist unwahrscheinlich geworden. Möglich, klar. Das ist ja auch ein Ereignis, das jetzt nicht allzu oft vorkommt, dass wie in der Finanzkrise als eigentlich schon der Stecker aus dem Finanzsystem gezogen zu sein schien. Die Ersten hoffen sogar, dass es nicht mal zu einer milden Rezession kommt und diese Hoffnung ist verfrüht. Und falsch, da bin ich genau bei Jörg Krämer. Hier sehen wir mal etwa von Charlie Bilello, der Spread zwischen der 10-jährigen und 1-jährigen US-Staatsanleihe ist jetzt bei minus 1,18%. Das ist die größte Invertierung der Zinskurve seit September 2081. Jedes Mal, wenn wir auch nur annähernd so invertierte Zinskurven haben, kam es dann zu einer dicken Rezession. Und jetzt haben wir ja eine mit Schulden vollgesogene Welt, gleichzeitig steigen die Zinsen und die Hoffnung ist, ja, das wird so ein ganz laues Lüftchen, da bin ich mir nicht sicher, zumal jetzt eben viele an den Start eines Bullenmarktes glauben. Und das wäre allerdings das erste Mal in 100 Jahren, dass praktisch kurz vor einer Rezession erstens ein Bullenmarkt startet und zweitens ein Bullenmarkt startet, wenn die Fed weiter
noch die Zinsen anhebt. Und das wird sie ja machen im Dezember so oder so. Und jetzt eine interessante Beobachtung von Figuring Out Money, Michael Silver, deren Schlussfolgerung unklar ist, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen. Anfang Dezember 2000 waren die 10-jährigen und die 3-monatigen Staatsanleihen bei minus 73 Basispunkten, also die Zinskurve war invertiert. Der S&P 500 hatte bis dahin, bis Anfang Dezember 2000, seit Jahresbeginn 2000 14% verloren. Jetzt haben wir Anfang Dezember 2022 die Renditedifferenz, die invertierte Zinskurve liegt bei der 10- und 3-jährigen US-Staatsanleihenrendite ebenfalls bei 83 Basispunkten, also identisch. Und der S&P 500 hat ebenso wie im Dezember 2000 14% seit Jahresbeginn verloren. Reiner Zufall, keine Ahnung, auf jeden Fall eine interessante Beobachtung, die zeigt, wie die Dinge hier gelagert sind. Und wenn wir von Finanzkrise sprechen oder vom Jahr 2000, da kam ja dann auch etwas relativ Unhübsches. Jetzt haben wir hier die Meldung, BlackRock limits Investor Withdrawals. Also es werden Kapitalabzüge nicht mehr gestattet aus einem REIT, also aus einem Immobilienfonds. Und da ist Blackstone zwar der größte, aber nicht der einzige. Schroders ist dabei, andere sind dabei, M&G in UK ist dabei. Also da ist plötzlich jetzt Stress im System. Man kann seine Gelder nicht mehr rausziehen. Das erinnert mich so ein bisschen an Bear Stearns damals in der Finanzkrise oder kurz vor der Finanzkrise, die auch in Schieflage geraten waren, keine Auszahlungen mehr tätigten, sagten, wir werden jetzt keine Abflüsse mehr erlauben können. Das zeigt, dass wir hier durchaus in schwierigen Fahrwasser sind. Das zeigt vielleicht auch, wo der Ankerpunkt von richtig Stress im System ist, eben der Immobilienbereich. Kein Zufall, dass wahrscheinlich hier die Dinge das erste Mal so ein bisschen rot aufleuchten. Dennoch sehen wir ETF-Zuflüsse auch in Aktien vor allem so stark wie nur einmal zuvor, nämlich damals im Jahr 2021 war das alles noch krasser. Jetzt sehen wir, dass auch in Aktien oder in ETFs, die Aktienindizes oder so abbilden, der zweitgrößte Zufluss in der Geschichte gekommen ist. Also wir sehen keinerlei Kapitulation von irgendwelchen Anlegern, trotz dieses Rückschlags in diesem Jahr. Und wenn wir uns aktuell die Situation mal anschauen, sehen wir hier oben ganz wichtig, Dollar-Index, und der Dollar hat eine extrem gute Negativkorrelation zum S&P 500. Das heißt, steigt der Dollar, fällt der S&P 500 und umgekehrt. Hier sehen wir, der Dollar ist ja sehr, sehr stark gefallen, hat jetzt die Hälfte seiner Gewinne in diesem Jahr in relativ kurzer Zeit abgegeben, ist ziemlich unter Druck gekommen. Oben sehen wir im RSI, da sind wir schon ziemlich tief. Wir kommen jetzt auf eine extrem wichtige Unterstützungslinie und oben, unten sehen wir den S&P 500, der hier mit dieser Wedge ja auch einen maßgeblichen Trendkanal angelaufen hat. Sehen wir gleich nochmal auf andere Perspektive. Hier sehen wir mal den Dollar-Index in diesem Chart von Capital.com. Da sind wir jetzt genau wieder da, wo wir beim Ausbruchsniveau gewesen sind. Heute Nacht der Dollar dann wieder schwächer gewesen. Wegen China-Hoffnungen, Öffnungshoffnungen dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns nochmal hier diese Trendlinie an beim S&P 500. Da sind wir ja genau hingelaufen, sogar ein bisschen drüber. Dann kamen die Arbeitsmarktdaten, es ging zunächst mal deutlich runter, dann wieder diese Erholung. Oben sehen wir den VIX, der jetzt so im Bereich 19 handelt, unter 20 also. Da sind wir extrem stark überverkauft beim VIX und wir sind extrem stark überkauft beim S&P 500. Und jedes Mal, wenn wir auch nur annähernd so überverkauft waren beim VIX, haben wir dann den Hochpunkt der Bärenmarkt-Rallys gesehen in diesem Jahr. Und bisher haben wir nur Bärenmarkt-Rallys gesehen, das vergessen inzwischen viele schon. Hier sehen wir mal von Michael Silver den Dow Jones Bullish Percentage Index mit einer negativen Divergenz beim RSI. Das sind nur einige von wenigen, oder sind nur wenige von einigen, die man hier zeigen könnte. Unten New York NYSE Advanced Decline Index. Auch da mit Extremwerten, also alle Parameter sind auf Extrem. Wir sind bei wichtigen Unterstützungen beim Dollar, beim wichtigen Widerstand beim S&P 500 und anderen Indizes. Und die Stimmung ist großartig, da sehe ich kein besonders gutes Chance-Risiko-Verhältnis hier auf der Long-Seite jetzt zu agieren. Wir sehen in dieser Woche noch Einzelhandelsumsätze, Costco wird melden, Lululemon
GME. Wir haben am heutigen Montag die ISM Dienstleistungs PMIs, also praktisch den Dienstleistungseinkaufsmanager-Index. Wir haben am Freitag dann Erzeugerpreise und Stimmung der Verbraucher Michigan, das auch wird interessant, aber vor allem nächsten Dienstag dann die Inflationsdaten und nächsten Mittwoch dann die FED-Sitzung. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, was die FED tun wird? Wir sind derzeit bei 78%, dass die FED 51 Basispunkte Schritt macht. Wenn sie das tut, dann wären wir jetzt auf dem höchsten Zinsniveau, nämlich über 4% seit Dezember 2007. Und ja, in dieser Situation bei noch weiter steigenden Zinsen an die unbedingte Wende zu glauben, halte ich für verfrüht. Die kann durchaus kommen, aber aus meiner Sicht jetzt nicht, denn die FED wird noch weiter arbeiten müssen. Hier sehen wir das. Wenn die FED wirklich positive Realzinsen erzeugen will, und davon sind wir noch weit weg, dann muss sie weiter auf die Tube drücken, zumal die Financial Conditions sich ja durch den Fall der Anleiherenditen und den Anstieg der Aktienmärkte sich deutlich jetzt wieder gelockert haben. Das wird sozusagen Zinsanhebungen der FED zunichte machen. Und Alf sagt hier zu Recht, wenn ihr denn an einen Pivot der FED glaubt, dann spielt besser Anleihen als Aktien, denn das zeigt sich hier eben auch in diesem Chart. Oft, wenn die FED dann diese Wende macht, dann wird es für Aktienmärkte erst nochmal schwierig, dann kommt nochmal ein richtiger Abverkauf. In der Regel, nicht immer, aber in der Regel, während Anleihen gleich profitieren. Und wir haben ja jetzt deutlich gefallene Anleiherenditen gesehen, ist jetzt allerdings auch im kurzen Zeitfenster vielleicht auch die Zeit, mal hier Gewinne mitzunehmen. Wir waren bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe bei 4,32%, sind am Freitag rausgegangen bei 3,5%. Das ist schon eine richtig gute Strecke, die wir da gemacht haben. Das hat sich richtig gerechnet für diejenigen, die long in Anleihen gewesen sind. Hier sehen wir den Buffett Indicator, also praktisch die Marktkapitalisierung des Aktienmarktes in den USA in Relation zum BIP. Da sind wir 30% höher als die Trend, als der durchschnittliche Trendkanal, der praktisch sich hier ausgebildet hat, als die historische Trendlinie, die wir hier sehen. Wir waren schon teurer gewesen, aber wir stehen jetzt sehr wahrscheinlich vor einer Rezession, sodass sich dann eben Bewertungsfragen stellen und die Aktienmärkte sind für diese Situation, in der wir sind, aus meiner Sicht nicht attraktiv bewertet, viel zu teuer, übergeordnet. Es gibt einzelne Aktien, die interessant sind, gar keine Frage, aber übergeordnet. Das gilt vor allem für den US-Markt, weniger für den DAX, der zwar in letzter Zeit sehr gut performt hat, aber natürlich immer noch deutlich günstiger ist als die Amerikaner. Hier sehen wir Asian Equities, Commodities Rise on China Outlook. Wir sehen hier die Hoffnung, dass eben mehr aufgemacht wird in China. Wir sehen den Yuan deutlich steigen. Der Dollar, wie gesagt, hat jetzt weiter verloren gehabt bis vorhin. Jetzt ist er dabei, wieder sich zu erholen, als ich vorhin geschaut habe. Jedenfalls sehen wir, dass der Dollar die Hälfte seines Gewinns in diesem Jahr schon wieder hat abgeben müssen. Der Yuan springt. Wir sehen die chinesischen Indizes mitten nach oben gehen, aber das täuscht ein bisschen über die reale Lage hinweg. Und die reale Lage ist die, dass die Manufacturing Orders from China, die also praktisch in die USA reinlaufen, 40% gesunken sind innerhalb eines Jahres. Das ist spektakulär. Wir sehen also den Zusammenbruch bereits von Nachfrage, wenn man so will. Dann haben wir heute Kaixin Einkaufsmanager Indizes bekommen, alle weit, weit unter der 50er Marke. Kontraktion, Schrumpfung der Wirtschaft. Deswegen ist Xi Jinping wohl gezwungen, auch weniger wegen den Protesten, sondern vor allem deswegen, wieder die Wirtschaft hier ein bisschen aufzumachen. Und ja, viele machen hier zu statt auf. Das gilt gerade für kleinere Betriebe. Energiekrise, eine politisch herbeigeführte Verknappung des Energieangebots. Ja, kann man nicht anders sagen, wenn ich Atomkraftwerke abschalte, wenn ich auf Fracking verzichte, was hier möglich wäre. Und dadurch letztendlich eben dieses Angebot verknappe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Preise steigen. Das haben sie schon vor Putin gemacht, 2021. Du merkst, dass du Alman bist, wenn der Sonnenstrom auf einmal 52 statt 28 Cent kostet, obwohl die Sonne keine Rechnung schickt, sagt hier der Dorfbanker richtigerweise. Wir sind Alman, gell? Wir haben ja die höchsten Strompreise der Welt und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir eine Dunkelflaute haben seit einiger Zeit. Also sehr wenig Wind, praktisch keine Sonne. Und was sehen wir jetzt? Kohle ist der Garant dafür, dass die Lichter nicht ausgehen. Der schmutzigste aller
aller Energieträger, die wir hier im Portfolio haben. Da kann man natürlich nur herzlichen Glückwunsch sagen. Toll, wenn es so weiter ginge, dann wären wir auch noch CO2-Weltmeister. Schauen wir uns hier noch diesen Artikel an, meine Damen und Herren, S&P 500 und DAX. Die Jahresendrally trotz unklarer Konjunkturdaten mal hier wieder das Big Picture ganz hervorragend über das, was derzeit an den Märkten der Fall ist, was in der Wirtschaft der Fall ist. Unbedingt lesen, erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Das, was ich vorhin schon angesprochen habe, Immobilienfonds von Blackstone stoppt Rückzahlungen an Kunden. Also da ist was im Busch. Was da im Busch ist, lesen Sie in diesem Artikel. Zwei Artikelempfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.